Heimspiel, der Fußballtalk, wird präsentiert von Raiffeisen und dem neuen Samsung QLED-TV. See nothing else. Samsung. Das ist Heimspiel, der Fussball-Talk auf Teleclub Zoom und Teleclub Sport. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach 33 Runden und 70 Jahren Oberklassigkeit ist jetzt definitiv der Rekordmeister GC. Steigt ab. Der Barrageplatz bleibt sehr umkämpft, obwohl Xamax gestern einen leichten Dämpfer hat müssen hinnehmen. Und der definitiv Aufsteiger mit Genf Servette steht fest. Das sind Themen von der heutigen Sendung. Ich begrüße als erstes ganz herzlich den Marcel Reif, ist ein Teleclub-Fußball-Experte. Er sagt, es ist symptomatisch, dass GC das heutige Spiel nicht fertig spielen konnte. Weil in den letzten Jahren ist bei GC der Sport nicht im Zentrum gestanden. Dann weiter in der Runde herzlich willkommen der François Schmid-Bechtel, Autor und Sportjournalist bei der CH Medien. Er sagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass es in diesem Jahr zwei Aufsteiger von der Challenge League geben könnte. Als drittes begrüße ich Mario Cantaluppi, ehemaliger Spieler mit GC, Servette und Basler Vergangenheit, heute U17-Trainer beim FCB. Er sagt, ich freue mich, dass der 17-malige Meister Genf Servette wieder oberklassig ist. Und zu guter Letzt herzlich willkommen. Der Rolf Ringer ist ein Teleclub-Fußball-Experte. Er sagt, die Grabenkämpfe in der GC-Vierungsspitze sind der Ursprung des GC-Niedergangs. Das ist das erste Thema, GC. Ein unräumlicher Abgang heute. Nach 67 Minuten hat man das Spiel im Stand von 4:0 müssen abbrechen. Da sehen wir noch gerade die Goal. Ja, da sieht man die Goal von Luzern. Rolf, eigentlich muss man sagen, wenn man in den letzten Wochen vom letzten Strohhalm bei GC geredet hat, hat man das nicht gemerkt, dass man da irgendwo noch eine Chance gesehen hat? Ja, man hat natürlich auch gespürt, dass man vor allem geredet hat. Aber realistischerweise hat es ja sozusagen jeder gewusst, das kann gar nicht mehr gut kommen. Nicht erst seit gestern und letzte Woche, schon seit längerer Zeit. Aber es ist klar, als Beteiligter, solange es nicht mathematisch klar ist, dann muss man ja sich mehr oder weniger so verhalten. Aber der Fall war klar. Luzern hat aber sehr, sehr gut gespielt, bis dort hin, wo sie können spielen konnten. Am Schluss haben wir jetzt noch gesehen, die Bilder. Marcel Reif, in der 67. Minute ist das Spiel von den GC-Fans unterbrochen bzw. bis zum Abbruch gezwungen worden. Ein unrühmlicher Abgang, wenn man so kann sagen, oder? Eigentlich noch schlimmer als das, was wir sportlich jetzt konstatieren müssen. Aber ich meine, das muss man sich dann doch schon in Ruhe zu Gemüte führen. Da geht eine Mannschaft hin, gibt die Trikots ab, weil 25 Wahnsinnige da unten stehen und weder die Sicherheitskräfte aus Luzern hindern die, über den Zaun zu gehen. Polizei steht da, guckt sich das in Ruhe an. Und die Mannschaft marschiert dann allen Ernstes, angeführt vom Präsidenten, dahin und liefert die Trikots ab. Leute, ja, soll ich sagen, da habt ihr was exklusiv in diesem Lande. Das habe ich mal in Italien einmal erlebt und dann ist der Aufschrei groß gewesen. Ja. Aber das ist völlig normal. Ja. Diese 25 da hinten entscheiden offensichtlich, ob in Sion ein Spiel zu Ende geführt wird oder ob hier zu Ende gespielt wird. Den Verband brauchst du nicht mehr, du brauchst gar nichts mehr. Die entscheiden am besten, wann, wo, wie gespielt wird. Mit anderen Worten, so viel zum Thema Rechtsstaat? Oder? Also das Gewaltmonopol ist jedenfalls hier nicht bei den Sicherheitskräften. Guck, ein Cordon Polizei, die in den roten Westen sind die Luzerner Sicherheitskräfte, alle mehr als diese 25 da unten. Nochmal, ich sage ja nicht, die sollen sich da mit denen prügeln, aber denen musst du doch relativ gleich am Anfang klar machen, pass auf, wir sind das Hausrecht, das, was ihr jeder, der jetzt über den Zaun will, begeht Hausfriedensbruch. Und das geht nicht, ganz einfach, weil der Stadion ist kein rechtsfreier Raum. Ganz normale Regeln gelten, wenn ich bei dir über den Zaun kletter, habe ich ein größeres Problem als diese Herrschaften. Ja. Und die dürfen das Ding, und dann marschiert die Mannschaft auch noch hin und gibt das Trikot ab. Ehrlich, Leute, das ist zum Fremdschämen sehr vorsichtig ausgedrückt. François Schmid, wie wirkt auf dich die Situation? Absurd. Es ist absolut absurd. Und vor allem, man hätte es ja antizipieren können. Also, man hätte ja gewusst, heute kann etwas passieren mit dem GC. Man hat schon lange gewusst. Aber heute wird es dann definitiv. Und dass so die 25 Nasen irgendwie auf den Platz kommen, das finde ich komisch. Also, ja, ich habe das schon im Ausland gesehen, dass man dort irgendwie so eine Polizei oder eine Ordnungswand aufstellt und dann kommen die gar nicht so weit. Mhm. Mario Cantaluppi, du als ehemaliger Spieler, wie fühlt man sich da als Spieler in so einer Situation? Also ich habe es so nicht erlebt, ich habe es mal nach dem Spiel erlebt, aber es ist ja
Es ist ja noch gut eigentlich gekommen, weil sie haben ja auch noch wollen, dass sie die Hosen abziehen und in der Unterhose in die Kabine laufen. Also da sind wir dann wirklich, glaube ich, mit dem Marcel gesehen. Also du hast ja, glaube ich, alles erlebt, aber heute muss ich, glaube ich, wahrscheinlich sagen, ich muss das Kapitel nochmal aufschlagen. Also ich sage auch als Spieler, bist sicher auch eine gewisse Einschüchterung, aber es ist ja nicht nur heute, leider. Es ist ja über Wochen und Monate, wo die das erleben, ja, die Spieler. Aber schlussendlich haben wir gleich einen gewissen Stolz und sagen, hey, hallo, es ist okay, das sind nicht Fans, sondern das sind einfach, ich sage denen, Narzissten. Der große Edelclub GC ist tief gesunken. Ja, extrem. Ja, nicht nur in die zweite Liga, sondern mit solchen Aktionen mit außen, wie darauf reagiert wird, sinkst du noch entschieden tiefer als nur der Abstieg in die Challenge League. Marcel, was hängst du vom Präsidenten erwartet in so einer Situation? Alles, nur nicht das, was er gemacht hat. Er stellt sich auch hinterher nicht etwa hin. Also erstens erwarte ich, dass so ein Präsident hingeht und mit einem Mikrofon und laut und deutlich sagt, pass auf, das geht nicht. Der führt doch den Club. Aber sich dazu zu unterwerfen, super. Na, das, wie du das wieder zurückkriegst, wie du da wieder die Stärke über und die Entscheidung in der Hand hast, das kannst du knicken. Also, so tut er vor allem Signal aussenden, ich lasse mich führen. Ja. Oder? Ich lasse mich führen. Ihr sagt mir, was ich darf und was ich nicht darf. Und das darfst du nicht mehr heute. Herr Rolf? Gut, wir haben ja vor etwa 6-7 Wochen sind wir in Sion gewesen, wo es da ein paar Pyros abgelassen haben. Und nachher hat man den Match auch abgebrochen, sind alle gegangen. Da haben sie sich natürlich sicher gefühlt, sie können machen, was sie wollen. Sie bestimmen, ob da Fußball gespielt wird oder nicht. Und wenn man halt einfach nie einschreitet, dann geht das immer weiter. Es fängt ja dort schon an, ich sage jetzt mal, nicht mit den Fangruppen. Aber wenn du heute ein Match verlierst und mal ein bisschen hinein bist in der Tabelle, dann gehst du als Mannschaft ständig vor die Gitter und lässt das Bein an ein bisschen. Da hören alle Spieler und Trainer denen zu, wie sie quasi beschimpft werden, bis aufs Äußerste. Das ist bei uns normal. Mhm. Statt mal aufhören mit dem, zu einem Spiel gehört Sieg, unentschieden Niederlage, es kann mal ein bisschen schlechter gehen. Der Messi und der Ronaldo, die gehen da mittellinie und sagen danke vielmals für die Unterstützung und gehen wieder. Aber es ist nicht nur in der Schweiz. Und je mehr das ich den Fans, in Anführungszeichen, zugestehen, je mehr haben sie eben das Gefühl, sie können bei dir im Wohnzimmer Möbel stellen, wie sie es wollen. Und das ist natürlich jetzt heute der absolute Gipfel von allem, was wir bis jetzt erlebt haben. Ist denn der Stefan Rietiger genug gefestigt, dass er in dieser Situation eben als starker Mann in seinem Amt auftreten könnte? Das ist mir egal, ob der genug gefestigt ist. Der ist gewählt, der ist jetzt bestimmt gewählt, was weiß ich immer, worden zum Präsidenten des ruhmreichen Schweizer Rekordmeisters, wenn ich das schon höre, weiß ich, da haben wir die Wurzel des Übels haben wir schon mit drin. Aber gut, des Rekordmeisters des Edelclubs Grasshopper Zürich. So. Und er äußert sich gar nicht, sondern duckt hinten weg und dann marschiert er vorne weg zum Trikot abgeben. Sag mal, seid ihr verrückt geworden oder was? Ehrlich, wenn wir das für normal halten, auch nur halbwegs, dann muss ich euch sagen, wäre ich dankbar, wenn ich mich mit einer anderen Sportart beschäftigen dürfte. Weil das ist ja, aber es ist doch auch, wenn ich das Liebe abgebe, ist egal welches, dann kapituliere ich, dann gebe ich auf, auch was dann in die Zukunft geht. Ich gebe auf. Mhm. Nein, geht es eigentlich noch? Es ist so. Ganz eine schwierige Situation. Es ist wirklich katastrophal, aber es geht ja gleich weit, das Leben. Wenn wir reden über Fußball. Und wenn du das abgibst als Spieler, dann sagen die Fans doch, wenn der Nächste wieder unterschreibt, du hast es aber quasi wie abgegeben. Was? Die geben auf. Du gibst auf. Amen. Fertig. Und das ist schlimmer, der Stolz und der... Ja, François? Wenn kommt die Forderung, das Kalb irgendwie abzugeben. Also es ist ein bisschen Räuber und Poli. Es ist entwürdigend. Ja. Und es hat mit Fußball nichts zu tun. Wenn das zum Fußball dazugehört, möchte ich mit diesem Sport nichts mehr zu tun haben. Mhm. Als ehemaliger GC-Spieler, Mario Cantaluppi, kommen wir jetzt gleich noch zum Sportlichen, zu den sportlichen Konsequenzen. Wie fest stört das wieder Abstieg jetzt? Also ich glaube, ich bin dort aufgewachsen. Sicher tut mir das weh, wenn du das verfolgst. Absolut. Man hat das nie gedacht vor vielen Jahren. Aber man hat es einfach gesehen, dass es wirklich irgendwann mal klopfen kann auf gut Deutsch. Und jetzt hat es leid. Aber es tut natürlich schon. Es ist nicht angenehm. Ich sage nicht nur für mich, sondern für den Schweizer Fußball. Früher, vor 20, 30 Jahren, haben wir nur GC gekannt. Und dass das so schlimm kommt, das tut, glaub, jedem weh. Weil wir lieben den Fußball. Und wenn GC nicht dabei ist, es fehlt einfach etwas. Ja. Wir haben jetzt die Chance, noch mal ins Stadion zu schalten, und zwar zum Mevion Heim. Er hat Vertreter von GC bei Schich jetzt. Lassen wir uns das schnell an.
Ja, der Abstieg hat, glaube ich, kein Fußballclub in dieser Art und Weise verdient, wie geht's. Man kann sportlich absteigen, man kann die Leistung nicht bringen und darum absteigen. Aber heute ist man zu einem Abstieg gezwungen worden, der so definitiv nicht schön war. Das ist noch sehr, sehr untertrieben. Die GC-Fans haben nach dem 0:4 in der 66. Minute entschieden, auf den Platz zu gehen. Haben gefordert, dass sie erst wieder weggehen, wenn sie mit den Spielern reden können. Was dann passiert ist, man hat sich beraten bei GC, wer schicken wir da raus? Und es ist eigentlich nur eine Möglichkeit geblieben. Man schickt den Mann raus, der eigentlich den besten Rat zu den Fans hat. Der Heinz Lindner, der über die ganze Saison raus die besten Leistungen gezeigt hat und ein gewisses Herz hat bei diesen Fans. Und sie haben von ihm ganz klar die Forderung gestellt. Sie müssen als ganze Mannschaft vorkommen, dann die Leibli und die Hose abziehen und dann in der Unterhose also zurücklaufen. Also im Sinn von Schande über euch. Ihr seid das Leibli nicht wert, zu tragen von diesem Verein. Ihr müsst zurück. GC hat klein beigegeben, ist tatsächlich gerade die Leibli runterlegen. Die Hose hat man aber angehalten. Aber bitte helft mir vielleicht auch bei euch im Studio mal kurz mit. Was müsste in so einem kranken Fanhirn abgehen, dass man von Menschen verlangt, das Trikot und sich bis auf die Unterhose abzuziehen und dann so zurückzulaufen. Es ist ja noch zu kurzen Querelen zwischen den Spielern und den Fans, weil gewisse Spieler einfach gefunden haben, so, es reicht jetzt. Die Demütigung war jetzt definitiv genug. Die GC-Fans haben am Schluss gewonnen, sind von dannen gezogen mit diesen Trikot und da muss man sich definitiv auch überlegen, und das ist sicher auch ein Diskussionsthema bei euch, wie viel Macht eigentlich so Fangruppierungen haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein definitiv ganz rabenschwarzer Nachmittag gewesen, dass GC nach 70 Jahren in der Super League also abgestiegen ist und die erste Stellungnahme danach gibt es vom Uli Forte. Uli Forte, was finden Sie für Wort, was heute Nachmittag da in Luzern abgegangen ist? Ja, ich bin sprachlos. Wir haben die Hoffnung, die kleine Hoffnung, die noch bestanden ist, haben wir offen lassen. Aber haben das Spieler in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gut gemacht. Und durch das ist jetzt leider das Fallbeil, wie man so schön sagt, ist gefallen. Es ist ein trauriger Tag heute, muss ich sagen. Was können Sie zum Spielabbruch sagen? Was ist in diesen Minuten Ihnen vorgegangen? Ja gut, ich war so mit dem Spiel beschäftigt gewesen, weil wir nicht das auf den Platz können bringen, wo wir wollten. Den Spielabbruch habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Erst Herr Dugic, der nachher zu mir kam und gesagt hat, es wird Abbruch. Erst dann habe ich realisiert, ich habe mir überlegt, was können wir noch ändern, weil ich habe ja noch einen Wechsel zu gut gehabt. Ja, es hat mich auch überrascht und natürlich getroffen. Aber man hat gehört, dass die Fans gefordert haben, dass sich die Spieler bis auf die Unterhosen ausziehen müssen und dann quasi als Demütigung da über den Platz laufen müssen. Das haben Sie sicher auch mitbekommen. Das ist mir erzählt worden, ja. Es ist so, dass die Fans wollen, dass die Spieler das Leibli abgeben, quasi als Zeichen. Das habe ich schon in Italien ab und zu erlebt, dass die Fans wollen, das als Zeichen von nicht würdig, quasi Leibli nicht würdig. Und so wie ich gesehen habe, sind alle Spieler gegangen vor die Fans und haben das Leibli abgegeben und haben nicht weiter Radau machen. Heute Abend fängt die Planung an für die Challenge League-Saison? Die hat schon angefangen, ehrlich gesagt, parallel zu den Spielen, die wir jetzt hatten. Und jetzt wissen wir definitiv, es war ja eine ganz, ganz kleine Chance gewesen. Es ist schade, dass wir den Turnaround nicht mehr arbeiten können. Ich bin jetzt das fünfte Spiel jetzt da. Aber es stehen noch drei wichtige Spiele an, weil wir wollen trotzdem uns trotzdem nicht abschlachten lassen. Zweite Halbzeit, mit einem Mal weniger, haben wir nicht mehr viel können, anrichten. Außer die Torchance von Arlin Dajeti mit dem Kopf. Dort habe ich das Gefühl, jetzt kommen wir noch mal auf 2-1 an. Aber es hat nicht sollen sein. Jetzt ist wichtig, dass wir uns ganz, ganz gut auf die nächste Saison vorbereiten. Danke, Uli, und alles gut. Merci, danke. Soweit der Uli Forte. Natürlich hier auch vor Ort war der Dr. Stefan Rietiker, der Präsident von GC, der neue Präsident. Ja, und damit schließt sich auch der Kreis, der Trauri-Kreis. Der Altpräsident, der Stefan Anliker, musste den Spielabbruch erleben. Und auch der neue Präsident, der hat nach dem Spiel und auch während dem Spielabbruch keine Stellung nehmen. Er hat ja aber auch bekannt gegeben, schon im Vorfeld, dass er morgen oder spätestens am Dienstag wird kommunizieren, wie es mit GC so weitergeht, was die nächsten Pläne sind. Eine grosse Frage, wie es weitergeht, ist natürlich
bekommen mit dem Heinz Lindner. Sein Vertrag läuft aus, aber das sind alles Geschichten, die jetzt noch weit, weit, weit da im Hintergrund sind. Weil das, was heute passiert ist, gerade mit dem Heinz Lindner, der als sozusagen relativ beliebtischer Spieler da draussen hat müssen und das für die Fans verhandeln, das ist auch etwas, was natürlich auf einem Spieler lastet. Und das war natürlich auch das Thema im Interview, das Michael Fritschi mit ihm führen konnte. Ja, Heinz Lindner, was geht Ihnen nach den letzten paar Minuten durch den Kopf? Ja, es ist einfach eine Lehre, weil jetzt sind wir abgestiegen, das ist jetzt fix. Das hat sich dieser Club nicht verdient. Natürlich mit den Leistungen der Saison sprechen wir was anderes, aber ich rede jetzt im Allgemeinen. Es ist natürlich bitter, dass wir ja, dann auch noch so aufgetreten sind und Luzern so ins Spiel kommen lassen haben, dass dann letztendlich dann auch wieder sowas von unseren Fans passiert. Tragen wir auch die Verantwortung. Wir hätten auch versuchen können, das Spiel zu gewinnen. Wir werden auch in den nächsten Spielen versuchen zu gewinnen. Wir müssen uns einfach mit hohen Hauptes verabschieden. Es kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt die nächsten Partien einfach jedes Mal eine drüber bekommen. Wir müssen uns versuchen, einfach so gut es geht, sich von dieser Liga zu verabschieden. Eben, der Spielabbruch ist das unrühmliche Ende eigentlich von dieser Saison bei den Grasshoppers. Sie sind noch relativ lang bei den Fans gewesen, haben dort versucht zu vermitteln. Was ist dort genau abgegangen? Ja, das, wie Sie gerade gesagt haben, ist ein trauriges Ende. Und das wollen wir jetzt versuchen, dass wir in den nächsten Spielen noch irgendwie reparieren, wenn das möglich ist überhaupt. Ich habe natürlich versucht, den Chat mit den Fans zu suchen und versucht herauszufiltern, was möglich ist, ob es möglich ist, noch weiter zu spielen. Es ist mir aber von mehreren Seiten gesagt worden, dass es auf keinen Fall möglich ist, dass das keine Option ist. Das habe ich dann auch den Schiedsrichtern und den Verantwortlichen so weitergegeben. Und dann hieß es auch noch, dass wir die Trikots abgeben müssen. Und das haben wir dann gemacht und somit haben wir leider das Spiel nicht fertig spielen können. Damit ist also klar, GC steigt nach 70 Jahren in der obersten Spielklasse der Schweiz ab. Das, so wie es eben eigentlich kein Verein verdient hat mit einem Spielabbruch. Und das ist ja schon das zweite Mal in Folge. Jetzt, letztes Jahr, vielleicht mögt ihr euch im Studio auch noch daran erinnern, der Spielabbruch auf der Pontes. Das ist ein gefährlicher und ein ganz trauriger Trend, der sich da irgendwie anbahnen im Schweizer Fußball. 70 Jahre, GC steigt ab in die Challenge League. Das war das letzte Mal der Fall gewesen, 48-49 in dieser Saison. Das war also unter anderem dann, wo noch kein Trump an der Macht war, sondern Harry Truman oder eben DDR und BDR in Deutschland gegründet wurden. Frage jetzt natürlich, ob GC sich von dem so schnell wie möglich erholt und ob man tatsächlich den direkt Wiederaufstieg abhält. Das ist natürlich ein Diskussionsthema bei euch. Ich freue mich drauf. Danke, Mevion nach Luzern. Ja, wir müssen ein, zwei Sachen einordnen. Es sind zwei Vertreter vor der Kamera gestanden, der Uli Forte und der Goalie der Lindner. Marcel Reif, sehr eine undankbare Situation für den Uli Forte zu der Situation vor der Kamera. Leute, lass uns ehrlich sein. Er muss oder will und soll in der neuen Saison diesen Club trainieren, also diese Mannschaft trainieren. Mit das Wort Fans fällt mir zu viel hier heute. Also ich habe eine andere Definition von Fan. Wenn das die Fans sind heutzutage, dann hat es der Fußball auch weit gebracht. Dass er sich da hinstellen soll, und natürlich muss er da lavieren, ihn da hinzuschicken oder den Lindner da hinzuschicken jetzt, also da muss ich euch sagen, das hat mit Clubführung nichts zu tun. Zumal, François, dass ja für den Uli Forte ja ziemlich ein schwieriger Anfang war bei GC. Also ich meine, er ist natürlich mit der Anhängerschaft von GC ist er ja nicht versöhnlich gestartet in das Projekt. Also Fans haben, sorry, dass ich den Begriff noch mal brauche, aber Fans haben mit Blumen begrüßt. Einfach sind noch Töpfe dran bei den Blumen. Ja. Und nein, das ist jetzt auch von ihm nicht ganz geschickt gewesen, dass er sagt, er hätte den Spielabbruch nicht mitbekommen. Und so. Wie gesagt, er hat eine schwierige Beziehung mit den Fans, dann soll er doch einfach gescheiter gar nichts sagen. Und wie gesagt, oder wie es der Marcel gesagt hat, der Präsident gehört vor die Kamera. Ihr sagt, das ist so ein Trend. Ich weigere mich nur, das jetzt hier als einen weiteren Schritt einer Entwicklung zu sehen. Also wenn wir dann nicht irgendwann sagen, bis hierhin und jetzt aber auch keinen Schritt weiter und jetzt müssen wir mal drüber nachdenken. Also Pontes, dann in Sion. Freunde, das kann so nicht sein. Wenn wir das akzeptieren,
dann. Und das sollte den allen Präsidenten und allen Verantwortlichen ein bisschen zu denken geben, die glauben, man könnte immer wieder den kleinen Finger. Und wenn das nicht reicht, dann machen wir noch ein Fingerchen. Und wenn es geht so, schwupp, ist die Hand weg. Und dann wackelt der Schwanz mit dem Hund. Das ist völlig, hier verdrehen sich völlig die Realitäten und die Koordinaten. Und deswegen empfehle ich jedem, der Verantwortung trägt, egal bei welchem Club, sich sehr wohl zu überlegen, ob wir hier nicht irgendwann mal einen Strich machen müssen und sagen, keinen Millimeter weiter. Dann verzichten wir auf den Support, auf das Dauergesinge 90 Minuten, sondern wir gucken mal, dass wieder normale Menschen ins Stadion gehen können. Und Menschen, da sind ja welche hingefahren und wollten ein Fußballspiel sehen. Ja, fällt leider heute. Nee, leider gibt es nur zwei Drittel Fußball, weil wir haben jetzt beschlossen, es ist keine Option, sagt der Lindner. Ich meine, der arme Kerl sagt ja die Wahrheit. Also weiterspielen war keine Option. Was? Wer bestimmt hier die Option? Welche Instanz müsste denn da Verantwortung übernehmen bzw. der Regel? Ich muss gleich noch irgendetwas loswerden. Ich meine, jetzt hat man ja heute mit dem gerechnet, dass man GC Abstieg, dass man die Fans müsste kontrollieren, man weiß nicht genau, wie sie reagieren. Und wenn ich jetzt die Bilder gesehen habe in der zweiten Halbzeit, da sind dort ein paar Ordner angestanden, aber nicht gerade beim Sektor, sondern hinter der Balustrade und haben zugeschaut, wie jeder Einzelne runterkommt. Also sie sind quasi spalier gestanden. Und wenn ich schon weiss, dass das ausarten kann, dann habe ich halt vielleicht einmal dort 30 Schäferhunde und 30 Polizisten, die einfach dort stehen. Und da kommt gar keinem das in den Sinn. Die sind ja spalier gestanden und dann ist die Polizei gekommen, die sind auch spalier gestanden. Ich habe vor etwa anderthalb Jahren geheiratet. Bei mir sind es auch so. Links ist eine Gruppe gestanden, rechts ist eine Gruppe gestanden. Die haben auch Freude gehabt, als mir vorbeigelassen sind. Es ist mir fast so vorgekommen, wenn Marcel sagt, man muss irgendwann muss man handeln. Oder? Und das ist natürlich, wenn man das so einfach den Fans macht, ja, für ich sage, oder den Quoten, ja, dann wird es natürlich so oder so nie besser. Aber wer müsste denn handeln? Wer ist verantwortlich in der Situation, aber dass so etwas nie passiert? Ich glaube, der Verband. Alle Verantwortlichen im Schweizer Fußball müssen jetzt mal in Ruhe über die Bücher und sich wirklich mal überlegen, pass auf, wir können nicht einfach, wir wissen, das darf keine Option sein. Dass solche Dinge passieren, du kannst nie was ausschließen. Ich bin ja nicht kein Träumer. Aber dass du das mittlerweile sagst, oh, pass auf, das könnte sein, dass die GC-Fans vielleicht beschließen, dass das Spiel nicht zu Ende geführt wird. Das kann doch keine ernstzunehmende Option sein. Sondern du musst alles dafür tun, nein. Und als ich zum ersten Mal hier zu einem Derby gefahren bin in Zürich, der Wasserwerfer und diese Polizei mit diesen Gummimanschetten. Und ich dachte, boah, das hier ist ja Krieg, um Himmels Willen, wie komme ich hier nur lebend raus? Dann kommst du rein in den fröhlichen Letzigrund, 10.000 Leute, die Vögel zwitschern. So, also, da stimmen die Dinge nicht. Irgendwann muss man jetzt ganz in Ruhe überlegen, pass auf, hier läuft was ganz schief. Und wenn wir das nicht einbremsen, geben wir den Rechtsstaat auf und sagen, Fußball hat mit allem anderen, was hier sonst so ist. Nochmal, wenn ich bei dir über den Zaun kletter, kriege ich möglich, wenn dir das nicht gefällt, kann es sein, dass ich du bist immer herzlich willkommen. Ja, ich weiß, aber es könnte sein, dass ich dann ein Problem kriege. Hier aber klettern Menschen in einen Innenraum, bedrohen andere. Und die Sicherheitskräfte, egal ob vom Club, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Luzerner verantwortlich machen für das, was diese Chaoten da, diese Zürcher machen. Aber natürlich frage ich mich, was macht ihr da? Was habt ihr da vorgehabt? Sonne tanken oder was? Hat sich die Situation zugespitzt? Ist das früher nie so gewesen? Hat ihr so eine Situation nie so in der... Nein, dann ist es gerade geregelt worden, auch dort. Also, ich habe es eigentlich gar nie erlebt. Also. Ich muss jetzt auch dazu sagen, apropos, wir haben ja heute ja die schönen Videobilder. Also ich habe die 25 und ich kann ich praktisch alle erkennen. Also ich werde jetzt zur Rechenschaft gezogen oder nicht, was jetzt einer vielleicht sagt, ja, das machen wir schon lange, aber die müssen halt einfach mal büssen, dass es ihnen auch weh macht. Und du hast ja die Bilder. Gut, das machen sie dann schon im Nachhinein. Aber im Nachhinein kommen sie irgendwie 15 über von diesen 25 und dann gibt es irgendwo ein Stadionverbot und vielleicht ein paar Franken Buß. Das ändert eben nie etwas. Aber nicht reinlassen. Ja? Schaut aber wirklich in der Lage, das andere ist wirklich, was mir auch noch wichtig ist, wo leider der Fußball extrem leidet durch so Menschen, ist, wo das passiert ist gerade eine Mutter mit ihrem Kind rausgelaufen. Mhm.
Und da müssen wir schon, ich glaube auch nicht mehr, dass Familie kommen schon, aber nicht mehr so viel wie früher, weil es ist extrem viel passiert in den letzten paar Monaten, Jahren. Und da das kannst du in Italien, kannst du dir das angucken, warum die Stadien leer sind und warum keine normalen Menschen mit Familie mehr ins Stadion gehen. Ich hau lieber gerade ab, bevor man draußen noch irgendwas und weißt, das ist schon, man muss wirklich und das ist extrem schade. Früher hat es ja Familiensektoren gegeben, wo kleine Kinder. Heute, Achtung. Aber ich bin nicht ganz einverstanden, dass es ein neues Phänomen ist. Also, das gibt es jetzt gleich auch schon ein paar Jahre im Schweizer Fußball. Ich erinnere nur an den 13. Mai 2006. Ja, ja. Aber, es gibt schon ein Titel und Büros, die in Familiensektor geschmissen werden und so Sachen. Also, ja. Aber das macht es nicht besser, eher schlimmer. Genau, also wir wissen sind uns einig, es ist Handlungsbedarf da diesbezüglich, dass man da relativ klar Lösungen findet. Ich melde jetzt aber zurück zum Sportlichen kommen, beziehungsweise zum Zitat von Rolf Fringer. Probieren wir es ja, zurück zum Sportlichen zu kommen. Zum Zitat von Rolf Fringer. Eben, die Grabenkämpfe bei GC in der Vierungsetage siehst du als in dem Sinne Ursprung von dem Niedergang, oder? Absolut. Ich meine, wenn man jetzt die letzten Wochen und Monate angeschaut hat, dann hat man ja gesehen, Jahre, aber sie haben jetzt nicht mehr können gewinnen. Irgendwie haben sie alles probiert, es ist nicht gegangen. Also irgendwie werden sie abgestraft auf dem Platz für irgendetwas. Und wenn man zurückschaut, man muss nicht einmal weit zurückschauen, vielleicht ein Jahr, anderthalb. Oder wir haben ganz oben haben wir drei Aktionäre gehabt. Und wir hatten den Andlicher als Präsident gehabt, dann den Stüber, wo der Zweig war, und der dritte ist der Heinz Spross mit dem Protégé Erich Vogel gewesen. Und vor etwa anderthalb Jahren hat man ja dann der Roland Klein installiert, der ein guter Mann ist, aber völlig verheizt worden ist. Der hat dann alles müssen durchleuchten. Im Schlepptau hat man dann den Muri installiert. Man hat dann alle Spieler gewechselt, weil man wollte zeigen, dass die Spieler vorher nicht gut genug waren. Oder hat alles gewechselt. Und wenn ich in einem Verein, sage jetzt drei Aktionäre habe, Hauptaktionäre, wenn der eine versucht, den anderen rauszuhauen, quasi, mit Intrigen und Unterlaufen und allem, dann haben wir die Sendung schauen, vor über einem halben Jahr, wo wir gesagt haben, wenn man so miteinander umgeht in der Vereinsführung, dann verdienst du den Ligaerhalt nicht. Dann bist du nicht in der Superliga am Schluss. Nicht, das sage ich nicht heute, das haben wir vor mehr als einem halben Jahr gesagt. Oder? Wenn man sich bekämpft in einem Verein, in jedem Unternehmen, die wichtigsten Leute, die Geldgeber, die Aktionäre, dann verdienst du schlicht den Erfolg nicht. Und das ist alles Erfolg von dem ganzen Chaos. Zoberst ist das jetzt auf dem Platz. Das hat ja jetzt die ganze Zeit, letztes Jahr mit dem ganzen Muri hin und her installiert, wieder raus, wieder alle Spieler geholt. Wir müssen nicht mal vom Sportlichen reden, dass sie wie viel 32 Spieler transferiert haben. Auf die Saison. Die Saison, eben. Ja. Aber das ist nur Erfolg von dieser, ich sage jetzt, Führung, die gegeneinander geschossen hat über so lange Zeit. Es sind immer Machtspiele gewesen. Und du bist heute so nicht erfolgreich. Darum habe ich vorher gesagt, irgendwie hat man gemerkt, die müssen für irgendetwas zahlen, die armen Spieler und sogar die armen Trainer, die müssen für etwas zahlen. Und das ist für mich, muss ich sagen, der Ursprung von dem ganzen Niedergang. Ja, und trotzdem, es hat ja einen CEO gehabt, es hat einen Sportchef gehabt, es hat einen etablierten Trainer gehabt mit dem Thorsten Fink. Marcel Reifer, siehst du noch andere Gründe, warum das jetzt geht, sie wirklich sportlich... Ja, kann nur. Siehst du noch andere Gründe, warum das GC jetzt tatsächlich... Das ist eine jahrelange Entwicklung. Ja. Jahrelange Entwicklung. Als ich 97 in die Schweiz kam, hat man mir erzählt, GC ist der Club der Elite, das ist der feine Club, das ist der Rekordmeister, alles Tradition. Das ist daraus über die Jahre, ich wohne ja in der Stadt, Jahr für Jahr gibt es eine neue Wolte, neues Präsidium, neuer Präsident, neuer, dann der Sportchef wieder rein, dann wieder raus, Vogel raus, rein. Das alles. So kannst du auf Dauer keinen Profifußball organisieren. In einer Stadt, die sowieso, also die ganze die Stadiondiskussion und wie lange das hier läuft, das ist für einen Außenstehenden ist das ein Skandal. Das ist ein Witz. Die Stadt sollte sich schämen. Eine solche Stadt kriegt kein Fußballstadion hin. So. Zwei Vereine, die dann so ein bisschen anfangen, mehr und mehr folkloristisch Derbys gegeneinander zu spielen, während so Basel und gut, Basel war alimentiert, hat wirklich finanzielle Vorteile gehabt, aber wie hat sich eBay aus dem Sumpf gezogen? Und bevor wir in die Richtung nur gucken, ich bin ja ein glühender, vielleicht der glühendste Fan in der Schweiz des FC Thun. Weil ich sage, schau dir das an, wie man Profifußball mit den Mitteln, die man hat,
organisiert. Aber dazu musst du eine klare Selbstwahrnehmung haben. Vielleicht darfst du dann nicht Rekordmeister sein und sonstige Dinge, die du als Zeug mit dir rumschleppst, sondern einfach mal in aller Ruhe, du pass auf, was macht Sinn, damit wir erste Liga spielen können. Diese Frage hat sich hier offenbar seit Jahren niemand gestellt, sondern man war damit beschäftigt, sich gegenseitig in die Beine zu treten. Und die auf dem Platz sind Schritt für Schritt, weil natürlich, es ist kein Geld da. Für wen soll das reizvoll sein? Für geht's gut, man kann es nicht sagen. Meine, die haben ein Budget von gut 20 Millionen. Man kann nicht sagen, es ist kein Geld da. Also, sie haben eigentlich Geld gehabt, um viel besser zu arbeiten. Oder? Und das Problem ist einfach, wenn nochmal, oder? Die an der Führung sind jetzt, Präsident Anliker, der 8, 8, 4, 9, weiß ich was war, natürlich haben die zusammen mit dem Sportchef und CEO wahrscheinlich auch viele Fehler gemacht, das ist klar. Und die haben ja dann eben auch nur den 8. Rang gebracht, ein paar Mal. Aber wenn zu diesen Fehlern sich noch bekämpft oben rein, dann ist es zu viel. Mhm. Und dann kommt es raus, wie es jetzt rausgekommen ist. Also es ist jetzt so rausgekommen, es ist besiegelt, die GC steigt ab. Die Franz hat, müssen wir gleich ein bisschen nach vorne schauen. Was muss ich jetzt ändern? Also was ja jetzt sicher mal steht, ist der neue Präsident, der Uli Forte, der eigentlich als Trainer bestimmt wurde. Jetzt braucht es einen Sportchef. Man holt mandatsweise der Bernhard Häusler und der Georg Heitz, der ihnen ein bisschen hilft. Und so weiter. Was muss jetzt weitergehen bei GC, dass die unter Umständen vielleicht sogar das Ziel anstreben, nächstes Jahr wieder aufzusteigen? Es braucht die bestmöglichen Leute in der Operative. Und, was sind die bestmöglichen Leute? Findet man die in der Schweiz? Müssen wir die ins Ausland suchen? Kann man auch im Ausland suchen? Kann man. Man muss nicht unbedingt in der Schweiz suchen. Und es braucht einen Präsident, der sich jetzt da richtig einknüllt in die Materie. Weil ich muss schnell zurückblenden. Der Anliker, eines der ersten Interviews, das er mir gegeben hat, als GC-Präsident, war, er versteht sich als Primus inter pares in diesem Club. Also, so ein bisschen einer unter vielen, und er hat ja noch den Hockey-Club Langenthal und er hat seine Firma. Und er lässt die Leute ein bisschen arbeiten an der langen Leine. Und ich glaube, wenn das irgendwo nicht funktioniert, und das habe ich ihm dort in dem Interview gesagt, dann ist das bei GC. Und es könnte nur funktionieren, wenn er perfekte Leute hat in der Operative, also ein sehr guter Sportchef, bis über die ganze medizinische Abteilung, Teammanager und so weiter. Dann könnte es funktionieren und natürlich das CEO. Aber die hat er nicht gehabt und die hat er nicht gefunden und darum ist immer stetig bergab gegangen. Also GC braucht eine sehr, sehr gute Führung und alles andere kommt dann. Mhm. Ich glaube, der erste Schritt ist, es ist richtig, Uli Forte. Die Idee kann ich verstehen, weil er gezeigt hat mit dem FC Zürich, wie man, du musst ja jetzt einen Absteiger aus der Super League, musst du zweitligareif machen. Das ist ja immer für jeden Absteiger ein großes Problem. Mhm. Wenn du dort wieder als Rekordmeister über die Dörfer ziehst und und das alles unter deiner Würde ist und du das nicht annimmst, was dir die anderen anbieten. Für die anderen wird das immer ein tolles Spiel sein, wenn GC kommt. Und geht's ja eine Braten, rettet jedem Kleinen seine Saison. Ja. Also insofern, das musst du annehmen. Und deswegen glaube ich, Uli Forte, die Idee ist richtig. So, aber dazu musst du eben, wie gesagt, auch in der Führung oben. Mario Cantaluppi hat jetzt gerade Stimme verschlagen. Ich hoffe, du hast dich wieder ein kleines bisschen wieder besser. Hast du wieder raus. Wir sind beim Ausblick, sportlichen Ausblick bei GC. Neben Uli Forte ist jetzt als Trainer. Kann man das Beispiel, das er mit FCZ geschafft hat, dass er ja eigentlich in der Nachsaison gerade wieder aufgestiegen ist, kann man das auf GC adaptieren? Oder was muss sportlich jetzt passieren? Ich denke, es wird viel schwieriger, weil sie nicht gefestigt sind. Weil dort haben sie eine Mannschaft, die schon zusammengespielt hat, abgestiegen sind. Aber sie haben eine Bindung, sie haben ein Gerüst, sie haben Spieler, die eigentlich das wieder wollen, gut machen wollten. Und dort sind auch, ich glaube, das Budget ist genau das gleiche geblieben, hat er ganz clever gemacht, was Lausanne jetzt auch will. Und das ist natürlich, jetzt muss eine neue Mannschaft anstellen. Plus, wir wollen ja bei GC auch die Jungen forcieren. Mhm. Jetzt kommt das, Aufstieg, Jungen. Also extrem schwierig für den Uli. Extrem. Nicht zum Vergleich, ich glaube, nur schwieriger, was der Marcel auch sagt, schlussendlich. Mit anderen Worten. Es wird ein Fest geben für jeden, wo GC in den Ding kommt. Aber das geht schon, Junge fordern und aufsteigen. Aber für das brauchst du einfach eine extrem gute Achse.
Also wenn die Achse, der FC Zürich hat es auch geschafft, hat auch, ist aufgestiegen und gleichzeitig auch die Junge gefördert. Gut, aber aufsteigen, das ist in erster Linie mit der routinierten Mannschaft. Ja, aber so wie GC heute ansteht, mit all denen, die ja gehen und keinen Vertrag mehr haben, vielleicht mit den Jungen, die einen Vertrag haben, sind sie wahrscheinlich viel zu wenig gut, um gerade wieder aufzusteigen. Also, die müssen jetzt eine gute Mannschaft zusammenstellen, aber das hat der Uli in St. Gallen schon gemacht. Das aber zuerst braucht sie einen Sportchef. Jawohl, aber was ich noch will sagen ist, ich finde es grundsätzlich gut, wie man jetzt reagiert hat, dass man den Gegen Heitz und den Bernhard Häusler an Bord genommen hat, und zwar aufgrund von der Glaubwürdigkeit. Auch wenn sie das nur auf Mandatsbasis über eine kurze Zeit machen, dann glaube ich, ist es einfach einfacher, auch an gewisse Sponsoren heranzukommen. Über die scheinen dann vielleicht einen guten CEO zu finden, einen guten Sportchef zu finden, vernünftige Leute. Und ich sage jetzt, die Glaubwürdigkeit kann machen, dass man GC eben nicht ganz aufgibt, sondern dass man das Gefühl hat, die sind grundsätzlich jetzt wieder in guten Händen, auch für die Sponsoren wichtig. Das unterstütze ich gleich, weil wir wollen miteinander ja jetzt versuchen, direkt raufzukommen. Also kurzfristig haben sie das, finde ich, gut gemacht, was sportlich anbelangt. Jetzt ist wichtig, wirklich, dass man die Entscheidenden findet im Operativen. Und dann entscheidend ist einfach eine gute Mannschaft, eine routinierte Mannschaft auf die Beine stellen. Und da, glaube ich, weiss der Uli genau, was es braucht, damit man genug stark ist, um das auch zu schaffen. Muss jetzt genau der Druck eben jetzt die ganzen Monate oder Jahre, wo GC erlebt hat, mal eine gewisse Ruhe. Muss das schon wieder jetzt eigentlich gerade wieder rausgehen, wie bei Servet? Wir müssen jetzt aufsteigen. Ist ja schon wieder ein extremer Druck, obwohl ja eigentlich gar noch das Fundament ja gar noch nicht da ist. Also dann müsste man rumstehen auf andere Statements machen. In zwei, drei Jahren, wenn wir aufsteigen, dass man auch den Spielern, die jetzt kommen, auch den Druck ein bisschen nimmt, wenn es super läuft, aufsteigen. Bra. Und sonst sind wir im Fahrplan. Aber die These ist nicht glaubwürdig. François, über die These können wir... Über die These, Situation, es ist nicht glaubwürdig. Über die These können wir weiter diskutieren. Und zwar, ist nicht, wenn du jetzt sagst, du gerade aufsteigen. Aber das ist ein bisschen schwierig. Wir über die These weiter diskutieren. Zuerst machen wir aber eine kurze Pause. Und dann haben wir noch ein erfreuliches Thema, und zwar der Aufsteiger in die Super League nächstes Jahr, Genf Servette. Bleibt also dran. Zurück bei Heimspiel. Meine Gäste heute im Studio sind der Marcel Reif, der Mario Cantaluppi, der François Schmid-Bechtel und der Rolf Fringer. Ich wollte doch noch mal die These von Mario Cantaluppi in den Raum stellen. Und zwar müssten wir jetzt nicht zum jetzigen Zeitpunkt auf Understatement machen, wenn ich das richtiger verstanden habe, und nicht sofort schon wieder vom Aufstieg reden. Was meinen die anderen dazu? Also ich glaube, es kommt ganz darauf an, was hat man für finanzielle Möglichkeiten. Was machen die Aktionäre? Ich meine, wir haben jetzt einen Präsident auf Mandatsbasis. Wir haben jetzt die Herren Häusler geheiss, die etwas mündlich, sage jetzt mal, einfädeln. Und dann ist einfach die Frage, ja, was haben sie zur Verfügung? Wenn man nicht viel zur Verfügung hat, ist es vielleicht gescheiter, dass man da ein bisschen bescheiden ist. Aber man muss einfach zuerst einmal die Rahmenbedingungen kennen. Und der Präsident hat ja vorher gesagt, er in die Morgen oder übermorgen zu GC, wie es weitergeht. Ich nehme an, dass da dann schon eine gewisse Strategie kommuniziert wird, was wollen wir in der nächsten Saison. Also kommt darauf an, haben sie Mittel oder haben sie keine Mittel. Das ist ganz entscheidend. Mit anderen Worten, das Konzept FCZ muss nicht zwingend jetzt auch für GC funktionieren. Ja, kann gar nicht funktionieren. Weil, wie gesagt, es gibt mehr Fluktuation bei GC, es gibt eine neue Führung. Also das läuft total anders. Aber was Standing der Spieler angeht, wo man dann in der Mannschaft hat, das könnte ungefähr schon in dem Bereich sein vom FC Zürich. Weil, wie gesagt, die Aktionäre haben gesagt, sie bleiben sicher noch mal ein Jahr. Also, der Anliko, der Stüber bleibt sowieso noch länger. Also, man pfeift nicht gerade aus dem letzten Loch. Marcel Reif, also das heisst, die Gretchenfrage ist wirklich, was für Finanzen steht GC zur Verfügung, für in dem Sinn die weitere Zukunft zu definieren? Es ist immer gefährlich für einen Absteiger, wenn er für einen Erstligisten, der absteigt, wenn er ein echter Erstligist ist. Also Xamax, wie sie aufgestiegen sind, weiß, die wissen, wir waren so lange nicht dabei, lass uns gucken, wie wir die Saison überleben, dafür machen sie es fantastisch. Aber wenn ein etablierter Club in die zweite Liga absteigt, ich verstehe, was Mario meint, nur sich dort zu arrangieren als Zweitligist. Erstens, ich meine, GC, Sponsoren, das ist ja ein Teufelskreis. Also du musst Geld haben, damit du wieder aufsteigst. Aber wo ist das sexy? Wo ist GC dann noch sexy? Das ist eine Falle, in die du dich bringst. Und wenn GC sagt, na Leute, wem wollen die das kommunizieren? Den 25 Wahnsinnigen da? Also das wird schwierig. Was wollen die kommunizieren? Kinder, wir müssen es langsam angehen. Leute, ihr seid Grasshopper Zürich. Rekordmeister. Nächstes Jahr
Rekordmeister, immer sofort, spielt nächstes Jahr Challenge League. Ja. Das wird ganz schwer. Und ich habe es ja eben gesagt, die müssen, sportlich müssen die ganz schnell sagen, zweite Liga, heute spielen wir Zweitliga-Fußball, ja, sonst bleiben wir da drin. Also, es ist ganz, ganz schwer. Ich wüsste es im Moment nicht. Es wird sich orientieren an einem Kader, der muss Aufstiegsambitionen haben, der muss die Qualität haben und er muss aber bereit sein, zweite Liga zu spielen. So, das ist... Nicht einfach aus dem Quadrat, ja, ja, aber aus dem Kreis ein Quadrat machen. Ja, über das Geld kann man das sicher, ja, ein Stück weit, ja, regeln. Aber. Wir werden sehen, was in Zukunft der Präsident wird kommunizieren. Er hat ja versprochen, dass er in den nächsten paar Tagen wird sagen, wie es weitergeht. Ja. Wir kommen jetzt aber zum erfreulicheren Thema. Und zwar hat der Traditionsclub Genf Servette definitiv den Aufstieg geschafft. Und zwar seit dem Freitag ist das bekannt. Sie haben das wichtiges Spiel gewonnen, und zwar gegen einen Direktkonkurrent, gegen Lausanne. Wir sehen hier nochmal die drei Goal. In der 40. Minute ist es losgegangen wie die Feuerwehr. Miroslav Stefanovic hat 1-0 geschossen und dann hat dann mal Lausanne ausgeglichen. Und in der 74. Minute der 36-jährige Alexander Alphons, der 2-1 geschossen hat. Und drei Minuten später hat man den Deckel zugemacht. Kastriot Imeri hat es 3-1 geschafft. Und somit war der Aufstieg besiegelt, Mario Cantaluppi. Du kennst Genf Servette auch ein kleines bisschen. Und im Eingangszitat hast du gesagt, du freust dich sehr, dass der Traditionsclub wieder oberklassig ist. Ja, sehr. Weil, eben, es ist 17-maliger Meister. Und es ist immer gegen Servette immer gegen schöne Spieler. Man hat jetzt das Stadion wieder ziemlich voll gesehen. Hoffentlich bleibt das auch nicht nur das Spiel. Und es ist einfach ein Teil der Schweiz, der einfach in die Suppe gehört. Also das heisst, mit anderen Worten, wir haben jetzt den Rekordmeister, der absteigt, Rolf, und wir haben den 17-maligen Meister Genf Servette, einen würdigen Aufsteiger. Die dritte Kraft eigentlich im Land, die dritte Kraft mit 17 Titeln, absolut würdigen Aufsteiger. Und zwar ist es auch eine zusammengewachsene Mannschaft und nicht einfach gekauft und irgendwie per Zufall, sondern die ist zusammengewachsen über Jahre, hat mit einem Alain Geiger, einen Ur-Genfer, eine Legende in Genf quasi, der Trainer ist. Die haben das super gemacht, auf eine gute Art und Weise. Man hat gehört, Didier Fischer als Präsident hat einen guten Draht, die Hochfinanz in Genf. Sie wollen seriös etwas aufbauen. Das ist anders, als wir auch schon hatten in Servette in den letzten 10, 15 Jahren. Also es ist eine Bereicherung wirklich für die Super League. Servette normal gut geführt. Das ist nochmal wirklich eigentlich ein würdiger Ersatz für GC, wenn man überhaupt das kann sein. Wenn man das überhaupt kann sein, François, ja, wie siehst du es? Ja, eben, wie gesagt, auch da es steht und fällt mit der Führung. Natürlich, Servette ist schon mit anderen Präsidenten aufgestiegen. Ich kann mich an einen Iraner erinnern, der, weiss nicht, jedem Spieler, glaube ich, Schloss oder ein bisschen überspitzt formuliert versprochen hat. Das Luftschloss für mich. Ja, ja, eher, ja. Aufblasbar, ja. Ein Hüpfbund. Ja. Vielleicht kann man sogar mit einer schwimmen. Ja. Nein, und das steht und fällt jetzt wirklich mit dieser Führung, die sehr, sehr seriös wirkt. Und ja, so kann man etwas aufbauen. Ich verstehe den Mario, wenn er sagt, GC braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Servette hat die Zeit gehabt und das hat etwas gebracht. GC hat sie zurück auf Feld 1. Ich bin ja dort, wirklich, wo der Herr Fischer gekommen ist. Und die haben es gesagt, zwei, drei Jahre. Weil sie haben ja gesehen, was chaotische Zeiten hinten dran waren. Und sie haben im ersten Jahr vielleicht das auch ein bisschen, und sie haben dann schon gedacht, wir wollen gerade, haben aber gemerkt, was es alles braucht und haben dann auch immer wieder gute Spieler geholt, bis sie heute die Mannschaft zwei, drei Jahre gemacht haben und geformt haben. Und nachher sind sie jetzt eigentlich so weit, dass sie sogar auch in der Super League, sicher brauchen sie vielleicht Verstärkung, das kennen wir, aber die sind gefestigt, also die kannst du mal mitnehmen. Nimmst du zwei, drei Verstärkungen, aber sie haben zwei, drei Jahre gebraucht. Mit der Seriosität, mit finanziell, mit dem Michel Beau im Hintergrund. Weil der Fisch hat ja zwei Leute mitgenommen, die vom Rugby gekommen sind. Muss ja auch heute sagen, Schopper zum Teil, steigst auf. Aber haben vom Fußball nicht gross Ahnung gehabt, haben sich aber reingeschafft mit ihnen. Weil sie Vertrauensperson mit dem Michel Beau war. Und so wie ich gehört habe, hat sich der Fischer nicht reingemischt ins Fußballerische. Da hat er die Leute machen lassen mit dem Allegang. Dann wissen wir die Geschichte. Darum sage ich, nehmen wir doch das Beispiel, damit man nicht gerade wieder in so eine Erwartungshaltung von Anfang an kommt. Auch ein Uli Forte, der extrem unter Druck ist durch seine Person, dass er dort vielleicht auch ein bisschen Luft hat. Damit man ruhiger schaffen, nicht ruhig. Du darfst nie im Fußball sagen, ruhiger schaffen. Ja. Marcel Reif, 5 Niederlagen auf 33 Spiele. Also es ist wirklich ein würdiger Aufsteiger. Wir haben mit dem Alain Geiger ein Urgestein des Schweizer Fußballs.
Kannst du dir vorstellen, dass der Alain Geiger auch bleibt jetzt in der Super League, dass das unter Umständen der Mann ist, wo man jetzt weitergeht? Wenn man das nicht macht, dann muss ich wieder neu, müsste mir wieder ganz wieder neue Dinge beibringen. Also das, was ich bei Xamax mache, das ist originell. Ja. Dass du sagst, der ist gut, super, dass der uns in der ersten Liga hält, aber nee, wir haben da ganz andere Vorstellungen. Nein, wir kommen am Ende immer wieder des Zirkels auf die Rahmenbedingungen, unter denen Fußball, Profifußball heute stattfindet. Und ich hab die These, das haben mich 35 Jahre, 40 Jahre mit Fußball beschäftigen gelehrt. Ich kann dir nicht garantieren, dass wenn alles vernünftig geregelt ist, außen, kann ich dir nicht garantieren, dass du Meister wirst. Ich kann dir aber garantieren, dass du niemals Meister wirst, wenn es draußen drunter und drüber geht. Das kann ich dir garantieren. Und deswegen ist das, was mit GC passiert, ist nicht ein Schicksalsschlag, sondern es ist der Vollzug am Ende eines über Jahre angelegten Selbstmords, sportlich. So. Und das was bei Serbet passiert, Tradition, und jetzt müssen sie erst mal zeigen, aber auch, ich hätte gern, dass da die Leute auch ins Stadion kommen. Also das ist in der Schweiz immer so eine Sache. Ich hätte es dann doch schon gern, du willst erste Liga spielen, bitte, du bist eine große Stadt, zeigt euch Leute. Dann, aber das alles, was ich höre, ausgehend viel zu weit weg, aber alles, was ich höre von dort, wie der Präsident handelt, mischt sich nicht ins Operative ein. Originell. Wenn er nicht ein ausgebildeter, erfolgreicher Trainer ist, sollte er sich möglicherweise nicht ins Operative einmischen. Empfehle mal in Sion vorbeizuschauen. Ja. Das kann man auch anders machen. Und die Erfolge kommen ja auch in Massen. François, ich wollte noch zu deinem Zitat kommen. Du könntest dir vorstellen, dass es sogar zwei Challenge League Aufsteiger gäbe, oder? Das ist jetzt eine schöne Brücke. Ja, das ist natürlich im Hinterkopf. Wir haben nicht mehr allzu lange Zeit. Aber das könnte sein, dass in der Barrage unter Umständen vielleicht noch mal ein zweiter Super League Club in die Oberklinge springen. Ja. Also wenn Aarau auf Xamax, ich gehe jetzt davon aus, dass Aarau in die Barrage kommt, wenn es Xamax ist, dann wird es schwieriger. Wenn es Sion ist, dann wird es einfacher für Aarau. Weil für Sion wäre das ein riesiger Debakel. Die hatten jetzt einen Trainerwechsel, der jetzt die Mannschaft trainiert. Ein Trainerwechsel? Oh. Ja, jetzt gerade. Ganz kürzlich. In den letzten zwei Wochen haben sie einen gehabt. Der jetzt trainiert, war quasi nicht geduldet unter dem alten Trainer als Assistenztrainer. Also, der findet das natürlich, was der Jacking gemacht hat, findet er nicht wahnsinnig toll. Und jetzt wird alles wieder über den Haufen geworfen. Und die Spieler haben wahnsinnig viel Orientierung im Moment in dem Sion. Es ist unglaublich spannend, was da alles abgeht in der Super League. Kann man so sagen, ich finde, das ist ein gutes Stichwort. Wir sind schon durch mit der Zeit, mehr oder weniger. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei Marcel Reif, bei Mario Cantalupi, bei François Schmid-Pechtel und beim Rolf Fringer. Ja, das Stichwort Sion. Und zwar geht es mit der Super League relativ rassig weiter. Und zwar Mittwoch, Donnerstag geht die Raiffeisen Super League in eine weitere Runde. Und die Kämpfe um den Barrageplatz wird auch da wieder stattfinden. Weil Xamax ist in Sion am Mittwoch zu Gast und das gibt wieder einen heissen Kampf um den Barrageplatz. Alle Spiele, alle Goal gibt es hier live auf dem Teleclub. Am nächsten Sonntag gibt es kein Heimspiel, weil dann ist Cup-Final. Wir sind dann mit Heimspiel in zwei Wochen wieder für euch da, am 27. Mai. Dann diskutieren wir über die letzte Runde in der Raiffeisen Super League. Dann ist wahrscheinlich mehr oder weniger alles entschieden, ausser die bevorstehenden Barrageplatzspiele. Aber das gibt es sicher auch noch zu diskutieren. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen wunderbaren Abend, einen beschwingten Wochenstart und bleibt am Ball. Gute Nacht miteinander. Heimspiel, der Fußballtalk, wurde präsentiert von Raiffeisen und dem neuen Samsung QLED TV. See nothing else. Samsung.